Ein Sturm zieht auf. Der kaiserliche Thron ist verwaist. Krieg liegt in der Luft. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefesselt haben. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommel des Krieges dröhnt. Hier beginnt unsere Reise. Hallo liebe Leute und willkommen zu einem, keine Ahnung wie lange und ob und überhaupt, Projekt. Wenn es so ist, wie ich mir das erstmal vorstelle, dann ist es ein wahrscheinlich endlos Projekt. Wir werden sehen, mal schauen. Ich habe vor, die Elder Scrolls Online so richtig im Exploring-Modus zu spielen. Also so mit allem, was das Spiel zu bieten hat. Also manche Sachen werden vielleicht nicht gehen, aber im Normalfall alles, was das Spiel zu bieten hat. Vornehmsweise natürlich die Solo-Geschichten. Mal gucken, wie wir da vorankommen. Also ich habe gehört, man kann wohl roundabout 95% des Spiels irgendwie Solo machen. Alles andere ergibt sich wahrscheinlich eh von selbst dann irgendwann. Aber so an und für sich, ich bin absolut noch kein Profi. Ich habe ESO immer mal angefangen, habe dann aber nie so richtig durchgezogen. Also nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern einfach, weil irgendwie, ja, weiß ich nicht, dann irgendwas wieder dazwischen kam. Und wenn ich mir das aber so richtig überlege, habe ich halt eigentlich richtig, richtig dolle Bock drauf. So, und deswegen werde ich es mal probieren. Wie gesagt, ich kann es nicht versprechen. Theoretisch geht oder wird dieses Let's Play dann eben dementsprechend lange gehen, weil wir haben in ESO schon sehr viele Add-ons mittlerweile released. Wir befinden uns gerade aktuell in dem Add-on Gold Road oder Golden Road. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Das ist das aktuellste Add-on, aber wir werden das ganze Spiel so spielen, wie es quasi chronologisch richtig wäre. Also sprich, wir fangen mit dem Grundspiel an, dann gehen wir rüber in das erste DLC, dann das zweite DLC und so weiter und so fort. Genau, das ist so ein bisschen der Plan. Ich habe auch dazu, gibt es ja im ESO-Hub eine sehr schöne Übersicht, wie man das chronologisch am besten spielt. Danach werde ich probieren, mich an diesen Leitfaden zu halten. Mal gucken. Ist alles nicht in Stein gemeißelt, ne? Dadurch, dass ich das Spiel halt so gar nicht richtig kenne, kann es natürlich hier und da mal vorkommen, dass man irgendwas vielleicht doch mal ein bisschen anders macht. Wir werden sehen. Also, Grundprinzip vom Spiel ist mir bekannt, mehr oder weniger.
Wo ich mich noch gar nicht auskenne so richtig, ist halt so fast alles. Aber zum Beispiel Berufe habe ich noch gar nicht so richtig mich damit beschäftigt. Dungeons habe ich auch noch nie gemacht. Also ich habe alles so vieles noch nicht gemacht. Ich habe immer nur die Startwelt, sage ich mal, gemacht. Hab da ein bisschen rumgetingelt, ein bisschen gequestet. Und dann hat es aber auch aufgehört. Genau, also wie gesagt, mein Ziel ist es halt quasi mit euch im Zusammenhang mit diesem LP hier, eben die Elder Scrolls Online komplett einmal durchzuspielen. Vielleicht ist es ja für den einen oder anderen dann auch interessant, wie man das spielt. Beziehungsweise kann ich dann vielleicht früher oder später dann auch mal, oder durch meine Erfahrung, die ich hier sammle, helfe ich vielleicht wiederum auch anderen Leuten, die das hier komplett neu machen. Genau, ich bin gespannt. Also es wird ja auch gesagt, dass die Community hier in Elder Scrolls Online super familiär ist und super nett und so. Da bin ich echt mal gespannt, weil das ist man da schon gar nicht mehr gewohnt eigentlich so richtig. Ne? Also nett, okay, klar, gibt immer nette Leute irgendwo in allen Spielen. aber trotzdem sind halt die meisten MMOs heutzutage, wenn man nicht gerade diese ganzen Classic-Varianten spielt, aber auch die sind mittlerweile irgendwie alle schnell geworden, weil die Leute halt einfach nicht mehr so die Zeit investieren wollen. Und ich hoffe einfach, dass es hier in Elder Scrolls Online so ein bisschen anders ist, halt so ein bisschen entschleunigt auf kompletter Ebene. Was natürlich dadurch, dass es halt ein Single, mehr oder weniger Singleplayer-MMO ist, wenn man es so möchte, ist natürlich auch ein vollwertiges MMO. Dadurch wird das natürlich unterstützt, ne, dass man halt wirklich in seinem Tempo einfach alles ein bisschen exploren kann, ein bisschen gucken und so weiter und so fort. Ich möchte dazu sagen, wir werden alle Dialoge, die hier im Spiel vorkommen, werden wir uns alle anhören. Also hier wird gar nichts geskippt oder irgendwas. Ich habe rein theoretisch habe ich auch vor, die Bücher alle zu lesen. Was natürlich die Spielzeit enorm... oh nein. Oh bitte, jetzt sei nicht der Charakter weg. Oh, das wäre jetzt bitter. Warte mal, oh, jetzt logge ich mich ein, oder was? Mit dem Charakter, den ich gerade erstellt habe? Nein, er ist weg. Oh, toll. Okay. Hinweis an die Devs, bitte lasst euch nicht im Charakter-Creator ausloggen. Okay, also ihr seht, hier, das ist mein allererster Charakter mal gewesen. Den habe ich vor 2-3 Jahren irgendwann mal erstellt. Das hier war mein zweiter Charakter. Und ja, jetzt habe ich eigentlich gerade den neuen erstellt, aber der ist jetzt weg. Toll. Super. Dadurch, dass ich zu lange gequatscht habe. Okay. Apropos Charakter Creator. Ich habe ein Video aufgenommen, in dem ich die Einstellungen zu meinem Charakter quasi zeige. Könnt ihr gerne übernehmen, wenn euch das Aussehen gefällt. Also so werden sie nicht aussehen. Ich werde das gleich nochmal neu machen. Genau, ne? Und dann dachte ich mir, das ist vielleicht ein ganz nettes Feature, wenn ihr das seht. Genau, was wollte ich jetzt noch sagen? Das. Ja, ich würde sagen, wir labern dann gar nicht mehr lange, sondern werden dann direkt ins Spiel reingehen. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle erstmal mal einen Cut, werde nochmal die Einstellung vornehmen und dann, ach so, genau, eine Sache noch, und zwar... normalerweise nehme ich ja die LPs immer lokal auf, das heißt, ich nehme die ganz normal auf über OBS, bla bla, und dann lade ich sie bei YouTube hoch. Ich werde das aber dadurch, dass es halt ein sehr umfangreiches Spiel ist und ich auch nicht vorhabe, halbe Stunden Folgen oder dreiviertel Stunde oder wie auch immer zu cutten und zu schneiden, werde ich das, so ist mein Gedanke zumindest, ich werde die ganzen Sachen über YouTube streamen, aber halt eben als nicht gelistet Stream oder privat, mal gucken. Und dann werde ich die einfach so quasi in eine Playlist dann immer mit reinschieben.
Ne? Also es ist natürlich nicht die gleiche Qualität, wie halt eben, wenn ich die jetzt lokal spielen würde. Aber für ein MMO reicht es aus, denke ich. Und weil es halt eben so ein endloses Projekt ist, ist es für mich dann auch einfacher, einfach mal wirklich mal eine richtig lange Session mal zu spielen. Ne? Und ansonsten würde meine Festplatte wahrscheinlich gnadenlos voll werden. Deswegen, das ist erstmal so mein Gedanke, ne? So, das so zu machen. Genau. Wie auch in anderen Spielen, ich werde natürlich auch versuchen, immersiv mit einzutauchen in das Ganze. Das heißt, ich werde halt auch nicht die ganze Zeit labern. Ich werde vielleicht auch mal einfach mal manchmal genießen und ein bisschen genießen. Genau, aber das werdet ihr dann alles mitkriegen, ne? So wie es halt eben für mich gemütlich ist, das ist für mich immer die oberste Priorität. Es muss für mich gemütlich sein, es muss Spaß machen und dann gucken wir mal, was am Ende rumkommt. Genau, so, das soll es aber erstmal gewesen sein von dem kleinen Anfangsgeblabber-Gefasel. Ich wünsche euch viel Spaß bei The Elder Scrolls Online und wir werden sehen, wie viele Folgen am Ende dabei rumkommen. Bis dahin. Tschüss.